Alter, was geht ab, Leute, Hongir? Es ist passiert, ihr wisst es alle bestimmt schon. Habt es gestern mitbekommen. Die Lavitas waren in Mengen dort. Abnormale Mengen, ich blende es mal hier ein, beziehungsweise hab schon angeblendet. Es ist passiert, Niantic hat wieder wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Diesmal hielt es aber nicht so lang. Nicht mal ganz 2 Stunden und dann haben die es wieder abgedreht. Ihr wisst beim letzten Mal, wo die Dratinis abgegangen sind beim Wasser-Event. Ich war direkt am Start. Shoutout an meinen Kollegen, der mich rausgeholt hat. Der konnte diesmal leider nicht am Start sein. Aber diesmal viele andere, weil die aus ihrer Erfahrung gelernt haben, wo sie beim Dratini-Event das nicht ausgenutzt haben. Also beim Wasser-Event, was dann zu einem Dratini-Mini-Event wurde am ersten Abend. Und wir waren noch auf Tour, in der Hoffnung, dass wieder was passiert. Dass wir direkt fahrtbereit sind, startklar sind. Und zum Glück ist es auch der Fall gewesen. Aber jetzt erstmal zur Tour. Fängt vor dem Event an. Haben ein bisschen gechillt und dann seht ihr, wie die Lavitas abgehen. So. Das Video heute fängt super saftig an. Dragoran 2.6. Stell mal die Kamera kurz ab. Ich weiß nicht. Gelbe Berge? Jungs, gelbe Berge? Natürlich. Echt jetzt? Nein. Ich mach gelbe Berge. Echt jetzt? Ist mir egal. Die Jungs sagen gelbe Berge? Dann gelbe Berge. Excellent! Tatsächlich, alle machen gelbe Berge. Ich bin schockiert. Weg zu einem Dratini, das eigentlich sehr, sehr schlecht gelegen ist. Aber es gibt zurzeit echt nichts. Nach dem starken Anfang hat es stark, auch sehr stark nachgelassen. Wir warten auf das Event, mal schauen, was da so abgeht. Bisher sind die Spawns sehr mau. Da haben wir ja unseren Freund. Ruhiger Tag bisher. Topspawn ist, glaube ich, auch seit einer Stunde oder so still. Schauen wir mal gleich mal rein. So, es ist 10.13 Uhr. Event läuft immer noch nicht. Aber wir machen eine Pause. Spawns sind eh schwach. Und holen uns entweder ein Eis oder wieder den vietnamesischen Eiskaffee. Die Jungs haben das Video gesehen.
Die sind gehypt drauf. Obwohl ich ihn nicht unbedingt empfehlen kann, aber wieso nicht? Dann schauen wir mal, ob es danach losgeht. Hoffentlich, ansonsten ab nach Hause. Bam, Event, es geht los. Ich sehe auf Sightings zwei Gehirne und ein Ergodactyl. Der ist sogar die Straße runter, den nehmen wir sogar zu Fuß noch mit. Drei Gehirne. Oh yes. Leute, drei Lavita. Oh. In der Innenstadt. Zwei Lavita in der Innenstadt, einer bei uns in Bogenhausen. Oh, oh mein Gott, let's go! Und Gihon, genau hier. Ein Lavita am Königsplatz. Alter, der Königsplatz ist hier. Vielleicht. Ja, das geht. 4, 5, 6 Lavita auf der Map. 7, 8. 8 Lavita auf der Map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lavita auf der Map. Hey, wenn das ein Fehler ist, müssen wir uns beeilen. Ich muss einen Fahrer jetzt organisieren. Weil die Jungs hier um 12 Schluss machen werden. Okay, die Lavitas gehen so krass ab. Wir waren gerade auf dem Weg zu einem und ich habe einfach so eins bei Sightings gesehen. Super saftig, Leute, super saftig. So, auf der Jagd nach Lavitas. Gehörner müssen sogar geklickt werden. Tut mir leid, Gehörn, dass du heute keinen Respekt bekommst. Das ist dann schon das. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, erst 5. Der 6. wär's dann erst. So krass auch nicht, aber ich blende mal die Map ein. Die sieht schon ein bisschen krass aus. Was ist hier los? Bonitas, Schneckmark. Und direkt weiter zum nächsten. Direkt weiter. Lavitas gehen krass ab. Das war unser 12. Wir haben 2 verpasst. 1 ist mir geflohen. Und die Map ist immer noch voll. Ihr könnt es hier sehen. Schauen wir mal, wie lange wir noch machen. Muss zu Hause, was essen, schlafen, lernen. Also nicht lernen. So, das war's. Aber wie gesagt am Anfang, das mit den krassen Lavita-Mengen war nur am Anfang so. Nicht mal ganz 2 Stunden. Da gab es sogar einen Moment, wo wir Lavitas angefahren sind und die waren nicht mehr dort, obwohl laut Map die eigentlich dort sein sollten. Dafür aber andere Pokémon. Also da haben die auf jeden Fall was gemacht. Die Lavita-Menge abgeschaltet, abgeschraubt und dann ging die Map auch gar nicht mehr. Die war down. Irgendwas wieder mit den PTC-Accounts, keine Ahnung. Da haben wir eigentlich auch Schluss gemacht. Also wir waren bereit, die ganze Nacht zu fahren. Haben sogar Fahrer gewechselt, aber sollte nicht sein. Und dann jetzt in der Früh bin ich aufgestanden, habe gehört, gesehen, dass Lavitas wieder zurück sind, aber nicht übertrieben. Echt eine solide Menge, stabile Menge. Keine super saftige Menge, aber sollte auch reichen. Also auf jeden Fall überdurchschnittlich. Das heißt, die Tage werden definitiv ein paar Scannertouren folgen. Vermehrt Lavita auf jeden Fall. Aber es gibt auch so viele, dass man ab und zu welche einfach also abgreifen kann. Waren jetzt schon 2 in meiner Nähe. Konnte ich nicht holen, weil ich noch zu tun hatte, aber die Menge ist auf jeden Fall erhöht und da kann man sich auf jeden Fall mal ein paar schnappen, auch ohne Auto und ohne krasse Scanner-Tour. Ansonsten war es auch schon wieder. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Also Ergodactyl zum Beispiel geht auch krass ab. Es gibt so viele Rehörner und Kleinstädte, die musste man sogar klicken. Schreibt unten rein, wie ihr das Event fandet. Habt ihr die Lavita ausgenutzt? Wie findet ihr die Lavita-Menge jetzt? Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und CS Business.